Hallo meine lieben Backfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Backen Sachen. Und heute zeige ich euch, wie ihr vegane Mousse au Chocolat herstellen könnt. Also bleibt dran. Mousse au Chocolat. Vegane Schokomousse. Eine Sache möchte ich aber erwähnen, unsere vegane Schokomousse hat eine besondere Zutat. Und zwar ist es keine vegane Sahne, die wir aufschlagen werden, sondern Kichererbsenwasser. Hört sich ein bisschen komisch an, ist es auch, aber es ist genial. Und jetzt zeige ich euch, was ihr dazu noch benötigt. Wir haben hier unsere 220 Milliliter Kichererbsenwasser. Dann habe ich hier 2 Esslöffel pflanzliche Milch. Eine halbe Zitrone, davon benötigen wir aber nur einen Spritzer. Dann 20 Gramm Zucker und 8 Gramm Vanillezucker. Ihr könnt auch Vanilleextrakt noch mit hinzunehmen. Und dann habe ich hier noch 120 Gramm vegane Schokolade. Diese Marke hier von Lilliput zum Beispiel. Das sind Schokoladenplättchen. Die sind von Natur aus vegan, das ist zwar nicht gekennzeichnet, ist aber eine reine Zartbitterschokolade. Und 150 bis 200 Gramm frisches Obst. Ihr könnt Erdbeeren nehmen, Heidelbeeren, Physalis, alles was ihr möchtet. Hauptsache, ihr könnt das einfach nachher schichten, aber das zeige ich euch im Video. Und jetzt geht's los zur Zubereitung. Erster Schritt, wir müssen die Schokolade schmelzen. Ich habe jetzt schon ein Wasserbad vorbereitet, meine Schokolade reingelegt und da benötigen wir auch die 2 Esslöffel pflanzliche Milch. Da geht auch vegane Sahne. Das Ganze ist optional. Macht euch keinen Stress, falls ihr nichts zu Hause habt. Wir gehen jetzt kurz in die Küche. Ich zeige euch das. Und dann gehen wir weiter ans Kichererbsen aufschlagen. Hier ist meine Schokolade jetzt im Wasserbad. Die ist auch gut angeschmolzen. Und jetzt füge ich meine pflanzliche Milch hinzu. Und verrühre so lange, bis sie sich damit aufgeschlemmt hat. Und dann richtig durchgeschmolzen ist, dass keine Stückchen mehr vorhanden sind. Schokolade ist jetzt nun am Heißbaden. Jetzt kommen wir zum Kichererbsenwasser aufschlagen. Ich habe hier meine Schüssel für meine Knetmaschine oder für meinen Standmixer. Hier habe ich mein Aquafaba oder mein Kichererbsenwasser. Aber der Fachbegriff ist tatsächlich Aquafaba. Das Latein kommt von Wasser, Aquafaba, Bohne, Erbse. Easy zu erklären. Hier habe ich meinen Schlagbesen. Und jetzt schlagen wir unser Aquafaba für 5 bis 7 Minuten lang auf und während des Aufschlagens geben wir unseren Zucker hinzu und unseren Spritzer Zitronensaft. Ihr habt ja gesehen, das Wasser ist richtig schön gelblich und sieht richtig unangenehm aus. Aber ich sage euch, nach dem Schlagen ist das die schönste und weiße Creme auf dieser Welt. Ja, meine lieben Backfreunde, 7 Minuten sind um. So sieht jetzt das Kichererbsenwasser aus. Es ist strahlend weiß und ihr kennt es daran, wenn an eurem Schneebesen noch so ein Zipfel dran ist, der sich nicht abschütteln lässt, ist euer Pseudo-Eiweiß wirklich steif geschlagen. Hier haben wir jetzt unsere geschmolzene Schokolade. Ihr müsst jetzt darauf achten, dass die Schokolade nicht zu warm noch ist, sondern ihr müsst jetzt wirklich darauf achten, dass es nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Am besten sage ich da immer, Körpertemperatur. Schön mit dem Finger fühlen an die Lippe. Ist in Ordnung. Jetzt kommt die Schokolade, wenn sie richtig temperiert ist, immer Stück für Stück in unsere Masse. Keine Sorge, dass eure Masse gleich ein bisschen zusammenfällt. Das ist normal. Das darf sie auch. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr wirklich die ganze Zeit vorsichtig unterhebt. Jetzt die restliche Schokolade. Schokolade ist nun untergehoben. Jetzt heißt es abfüllen. Das Ganze ist jetzt für ungefähr 4 Portionen. Wenn ihr natürlich gefräßig seid, könnt ihr auch 2 Portionen daraus machen. So, ich fülle das jetzt ab. Erstmal hier ein bisschen. Und dann nehme ich meine Erdbeeren, lege sie da schön rein.
dürfen auch ein bisschen einsacken. Wir sehen schon richtig, das ist ein richtiges Luftbett für die Erdbeeren. Nächste Schicht. Zack. Hier die Erdbeeren. Zup, zup. Zup, zup. Zup. Zup, zup. Und die letzte Schicht. Ja, meine lieben Backfreunde, die Mousse ist jetzt schon fertig und das Ganze muss jetzt noch für 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank stehen, damit das nochmal richtig schön fest und kompakt wird und die Luft nochmal richtig schön durchkommt. Wir sehen uns gleich in 2 bis 3 Stunden. Ja, meine lieben Backfreunde, 2 Stunden Kühlzeit sind nun endlich um und es ist auch wirklich wichtig, dass ihr das einhaltet. Denn ansonsten zerläuft euch die ganze Mousse. Ich habe oben drauf jetzt noch ein paar Erdbeeren raufgelegt. Und jetzt kommt unsere Aquafaba Mousse zum Einsatz. Und wir wollen das auch jetzt schön probieren. Auf geht's. Kichererbsenwasser. Aber wisst ihr, schmeckt richtig, ja, halt luftig, also als würdet ihr einfach Luft essen, Luftschokolade essen. Schmeckt natürlich nichts nach Kichererbsen oder so. Richtig schön süß. Süß, locker, leicht, so eine richtig schöne Mousse. Und ich glaube, diese Mousse wird bei mir jetzt immer geben. Es wird keine andere Schokomousse mehr geben. Rein pflanzlich, ja, komplett gluten- und laktosefrei. Macht es nach, sagt mir, wie ihr das findet oder wie ihr das Rezept auch fandet und ob euch das auch geschmeckt hat. Ich werde mir auf jeden Fall diesen ganzen Body noch einverleiben. Ich wünsche euch einen angenehmen Samstagmittag, euer freundlicher Bäcker aus der Nachbarschaft. Ciao!